Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Life is Strange Before the Storm. Rachel will den Wein der Leute klauen und wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Can we help you? Oh my god! Holy shit! Talk about committing to a performance. Better act fast. What do we do? Klappt das? Uh-oh. Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Dauert nicht mehr lang. Wunde sterilisieren. Wer wartet hier wirklich? I've seen this kind of thing before. This woman clearly has a wound that needs to be sterilized. Do you happen to have any alcohol? I didn't see a wound. Look closer. In the meantime, I'll search for the booze. Was? Hold on. There's something off about this. Are you girls putting us on? Rachel, run! What the hell? So, maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. I am excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Ja, war jetzt nicht meine beste Vorstellung, aber wenn man so in Hurry ist, sag ich mal, in der Eile, liest man nicht richtig und macht komische Dinge. Aber es ist ja trotzdem noch witzig ausgegangen. Whoa. Hey, check this out. What? Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Ist das nicht der Schrottplatz, den wir... Sie zur Rede stellen? Oh, das könnte wieder böse klingen, ne? Aber ich würde gern mit dir reden. Ist das nicht auch der Schrottplatz, den wir mit Max gesehen haben, wo wir auch geschossen haben auf die Flaschen und so? Ich stelle sie mal zur Rede. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together.
Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. No, I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Are you serious right now? Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Score. Here. If you really want to smash something, this should do the trick. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass. But seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? I mean, fuck. Are you actually going to make me say it? Say what? You know, like, a friendship. But more. Ah. I know. Weird, right? It's just, today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Come on, say something. Chloe, I, you know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Fuck this place. Das war ein Abbild von dem hundertprozentig. Was in meinem Leben so ist und wie ich das auch immer mache. You know she's fake, yet you can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel.
I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. Dad. Why are you crying, sweetheart? Because you're not real. I'm not. What is going on? War das jetzt gerade David, den wir kurz in diesem Ding gesehen haben? I don't feel drunk. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. I guess I did that. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off.
What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. Rachel! You came. I'm glad. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt
wrong, because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed? It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and he was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him? Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Don't worry about it. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? 2 against 1. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... Fuck your dad. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Can I borrow your lighter? Thank you. Come on.
Wow, liebe Leute, das war Episode 1 von Life is Strange Before the Storm. Ich muss sagen, ich hab's in dem Moment, als ich gedrückt habe, Scheiß auf deinen Dad, habe ich's schon wieder bereut. Weil ich eigentlich ein Mensch bin, der, selbst wenn jemand viele Fehler macht, und ich mag den Menschen oder liebe den sogar, dass ich das verzeihe, dass es für mich nicht relevant ist. Und es war und ist scheiße, fremd zu gehen. Ich habe das Glück gehabt, in einer intakten Ehe aufzuwachsen, wo sowas nie, also meine Eltern meine ich damit, wo sowas nie irgendwie relevant war. Aber ich habe es im Umkreis, Freundeskreis und bei anderen Familienmitgliedern mitgekriegt, wie Untreue Sachen zerstören kann. Und ich habe es auch selber am eigenen Leib erfahren bei Partnern, dass Untreue heutzutage ein großes Ding ist. Und trotzdem wissen, wie sehr es wehtut, wenn es passiert und wenn es jemand einfach macht. Glaube ich, wenn ich die Person liebe, dass ich es verzeihen würde. Jetzt würden manche sagen, boah, wie armselig, weg damit und sonst irgendwas. Aber was waren das für Tiere? Waren das Pinguine, die sich ihren Partner wählen und die Person oder den Pinguin, den sie lieben und den, mit dem das restliche Leben teilen? So ungefähr sehe ich das halt auch. Ist natürlich alles eine Ansichtssache. Aber ich wollte damit nur sagen, ich hätte in dem Moment, als ich gesagt habe, scheiß auf deinen Vater, habe ich es schon bereut und wollte eigentlich sagen, dass es mir leid tut. Vielleicht hätte es am Ende was anderes ausgelöst, vielleicht auch nicht. Ich glaube, der Waldbrand musste sein, also was übrigens sehr, sehr schade um diesen riesengroßen, wunderschönen Baum war. Also ich glaube, es hätte so oder so ausgelöst werden müssen durch Rachel. Aber vielleicht hätten wir vorher irgendwie anders drüber reden sollen. Ich will auf jeden Fall in der nächsten Episode oder in den nächsten Episoden ein bisschen vorsichtiger handeln, weil hier sind ja, wie ich erklärt habe, zwischendurch manchmal Sachen vorgekommen, bei denen ich gar nicht wollte, dass sie so rausgesagt werden, wie sie es dann im Endeffekt getan hat. Und ich möchte mehr nach dem handeln, wie ich es tun würde. Ich habe am Anfang gedacht, es wird ein bisschen kontrovers gegenüber dem, wie Chloe eigentlich handeln würde. Und wir spielen ja Chloe. Aber auf der anderen Seite, wenn wir in Chloe nicht uns integrieren oder uns reinfühlen dürften, dann hätte uns Don't Nut, Square Enix, Deck 9 nicht die Möglichkeit gegeben, sie zu spielen. Also werden wir mich spielen. Mal sehen, was wir für eine Chloe werden. Theoretisch muss es ja trotzdem die werden, die wir im ersten Teil von Life is Strange gespielt haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was noch passieren wird. Ich hoffe, dass nicht mehr so viel davon vorkommen wird, wo ich eine falsche Wahl treffe oder sonstiges. Oder eine unbewusst falsche Wahl. Episode 1. Es ist ja gar nicht so viel passiert in dem Sinne. Aber trotzdem doch so Unmengen viel. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell wieder emotional und insgesamt in dieses Spiel verliebe. Es ist echt sehr, sehr gut geworden. Und der Aspekt, dass man Chloe spielt, weil ich ja ein riesengroßer Chloe-Fan auch war, hab's ja damals in meinem Sims-Let's Play auch eingebaut und sowas, finde ich unglaublich toll. Also das macht gleich nochmal ein Stückchen mehr Spaß. Was mich gewundert hat am Ende in der Endsequenz, hat die Frau, die unseren Vater geküsst hat, gelächelt, als sie mit ihrer Zigarette da saß und den Waldbrand gesehen hat? Jetzt kann man dieses Lächeln natürlich wieder in zwei Richtungen sehen. Hat sie gelächelt, weil sie glücklich ist, weil sie diesen Mann hat? Ich meine, sie muss ja auf der anderen Seite auch gar nicht wissen, dass er eine Frau hat oder sonst was. Vielleicht weiß sie es aber auch und das Ganze ist bewusst. Dann ist das natürlich wieder eine andere Kategorie, ein anderes Kaliber. Aber hat sie deswegen gelächelt oder hat sie gelächelt, weil der Brand war und weil sie weiß, dass sie da gerade was zerstört? Und ich habe keine Ahnung. Sie schien ja auch recht jung zu sein.
minimal älter vielleicht als Rachel und Chloe. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht deuten. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es wird theoretisch, wenn nichts dazwischen kommt, auch keine Pause geben. Ich werde jetzt vielleicht gleich in die Badewanne hüpfen und dann eigentlich auch schon weiterspielen. Es ist halt bloß schon relativ spät abends oder so spät abends ist jetzt auch nicht. Und da musste ich auch schon gehen, weil ich das gerade gesagt habe. Also gähnen, nicht gehen. Aber ich würde gern weiterspielen. Ich würde gern wissen, wie es weitergeht. Ja. Liebe Leute, ich lasse euch mit den Credits noch ein bisschen allein, bis das vorbei ist. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder und gleichzeitig auch in der nächsten Episode von Let's Play Life is Strange Before the Storm. Bis dann. Tschüss.